Es ist auch diesmal einiges an dekorativer Kosmetik dabei, durch die ich mich durchgequält habe. Und auch ein Duschgel. Zum einen habe ich Puch. Und es riecht halt so, wie ich mir einen Saunaaufguss pflege. Es ist mal wieder Müllzeit. Und ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen, da ich, Überraschung, mal wieder Probleme mit dem Licht habe. Entweder ist es mehrere Tage am Stück total bewölkt, sodass die Qualität ordentlich absackt. Oder es ist einfach viel zu sonnig, sodass ich da auch nicht drehen kann. Von daher hoffen wir jetzt mal das Beste. Dieses Mal ist auch einiges an dekorativer Kosmetik dabei, durch die ich mich durchgequält habe, worüber ich mich sehr freue. Aber das dann ganz zum Schluss, wie ich es eigentlich immer mache. Und auch wie immer fange ich mit Seife an. Und da ist dieses Mal leer geworden von Isana, die limitierte Edition Frühlingsseife mit Rhabarberextrakt. Die war so okay. Also ich hatte schon bessere Seifen von Isana, wo der Duft auch länger hielt und auch besser roch. Ich mag Rhabarber wirklich gern, deshalb habe ich das auch gekauft, aber es war eher so mittelmäßig. Müsste ich jetzt nicht nochmal haben, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, da der Frühling ja vorbei ist. Auch ein Duschgel habe ich geleert und das kommt von Palmolive. Und nennt sich Sanftes Vergnügen, ist mit Macadamiaöl, Kakao und Feuchtigkeitsmilch. Ich habe jetzt nochmal die Belichtung etwas runtergedreht. Ich hoffe, es ist besser. Naja, es geht so. Aber ich versuche die Produktnamen immer deutlich auszusprechen. Das hier mochte ich jedenfalls sehr gern. Es war so weich und cremig und hat auch sehr gut geschäumt. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es ein Ding ist bei Duschgelen. Ich dachte, die schäumen alle, aber ich wurde kürzlich eines Besseren belehrt. Ich würde das, obwohl ich es sehr mochte, glaube ich, dennoch nicht nachkaufen, weil es von Palmolive noch ein anderes gibt, das Arganöl aus Marokko oder so ähnlich. Das ist so ein oranges. Und das mag ich vom Duft tatsächlich noch ein bisschen lieber und wahrscheinlich würde ich den eher dieses nachkaufen als das hier. Und sowieso erst auch wieder im Winter. Jetzt ist mir das zu, ja, winterlich. Und wie es manchmal so ist, geht alles auf einmal leer. Das sind alles Duschpeelings und die gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch. Zum einen habe ich hier von Aldo Vandini das Finish Spa Body Peeling. Und das ist von Aldo Vandini und auch generell eins meiner Lieblingspeelings, beziehungsweise bis vor kurzem war es mein Lieblingspeeling, allerdings habe ich jetzt tatsächlich noch etwas Besseres gefunden. Das ist, soweit ich weiß, das Einzige, wenn die das nicht inzwischen geändert haben, ich hoffe es, was ohne Mikroplastik ist. Die Peelingkörner sind relativ grob, also damit bekommt man schon was weg im Vergleich zu anderen Duschpeelings. Und ich mag einfach den Geruch so gerne, es riecht so, wie ich mir einen Saunaaufguss vorstelle. Also ich war nie in der Sauna, aber wie gesagt, so stelle ich mir das vor. Es ist wirklich sehr angenehm und frisch. Ich hatte das auch schon im Winter, glaube ich, habe es aber jetzt im Sommer erst aufgebraucht, weil, wie ich eben sagte, mir so cremige Sachen im Winter lieber sind und im Sommer dann doch eher so die fruchtige, frische Richtung. Quasi genau das Gegenteil vom Geruch war von Twinkle Moon das That Vanilla Moment Körperpeeling. Ich habe mir das gekauft, weil ich eben eine Alternative zu dem Aldo Vandini gesucht habe, was vielleicht auch günstiger ist. Und das ist tatsächlich, glaube ich, 1 oder 2 Euro sogar günstiger. Und ich komme da auch viel leichter ran. Und überraschenderweise fand ich das gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so eine gute Peeling-Wirkung hatte. Die war so mittelstark, würde ich sagen. Also für ein Duschpeeling schon ziemlich gut. Das Einzige, was ich am Anfang etwas schwierig fand, als ich es das erste Mal benutzt habe, der Geruch, der ist so heftig und erschlagen, das riecht wirklich wie, ja, Käsekuchen, Puddingkuchen, sowas in der Richtung. Aber ich muss sagen, dass ich mich irgendwie an den Duft gewöhnt habe und es dann auch ganz gerne mochte, was erstaunlich war, weil ich beim ersten Mal dachte, oh Gott, das ist mir viel zu heftig. Ich würde vielleicht diese Duftrichtung nicht unbedingt nochmal nachkaufen, sondern eine andere probieren. Aber ich glaube, gerade gibt es nur die und Zitrone und das ist auch nicht so meins. Deshalb, ja, mal schauen, was es davon wird. Aber die Twinkle Moon Duschpeelings sind auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Hier muss ich für euch kurz etwas ausholen. Das ist wirklich pappig und sieht ein bisschen eklig aus. Das ist jedenfalls das Duschpeeling von Elkos und ich stelle das jetzt mal weg zum Schutz aller.
Und damit ist es so eine Sache. Ich hatte das mal vor einiger Zeit und da fand ich die Peeling-Wirkung überragend. Allerdings hat es furchtbar nach Plastik gerochen. Da war auch noch Mikroplastik enthalten. Scheinbar haben die das umformuliert, was ich erstmal ganz gut finde. Und jetzt riecht es so cremig, angenehm, definitiv. Aber es peelt nicht mehr so gut. Aber ich muss sagen, das ist mir lieber, als wenn da Mikroplastik drin ist. Und ich nehme immer so ein günstigeres, weil es wirklich nicht teuer ist. Ich glaube 1,80 oder so. Im Wechsel mit meinen teureren, besser peelenden Peelings. Das war ein schwieriger Satz. Von daher würde ich das immer mal wieder nachkaufen, aber ich komme da nicht so gut ran. Ich habe allerdings gerade eins vom Netto. Die haben das Gleiche gemacht. Also die haben auch das Mikroplastik durch natürliche Peelingpartikel ersetzt. Und von der Wirkung her finde ich es ziemlich ähnlich. Ich muss sagen, dass ich es ein bisschen überraschend oder fast auch traurig finde, dass irgendwie die großen Drogeriemarken es nicht schaffen, ihre Peelings mit natürlichen Peelingpartikeln herzustellen und das Mikroplastik da rauszunehmen. Meiner Meinung nach ist die Peelingwirkung jetzt bei denen nämlich auch nicht gut. Und von daher macht das diesbezüglich jetzt nicht so viel Unterschied. Ich dachte, die Drogerien springen immer relativ schnell auf diese Züge auf, von wegen kein Aluminium, Schaumprodukte und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch so was, dass diese Mikroplastik-Thematik bekannter wird. Naja, jedenfalls, solange das so ist, werde ich die Eigenmarken-Duschpeelings nicht kaufen. Was jetzt auch nicht unbedingt nötig ist, da es ja genug Alternativen gibt. Glücklicherweise ist die Alverde-Feuchtigkeitshaarkur auch leer. Den Geruch mochte ich nicht, der war mir zu klischeehaft, negativ, naturkosmetisch. Und es hat einfach mal gar nichts für meine Haare gemacht. Ich hatte das Gefühl, wenn ich das reingemacht habe, dass sie trockener waren als vorher. Und das, obwohl ich jetzt nicht viele Silikonprodukte benutze. Also eigentlich müssten meine Haare daran gewöhnt sein. Was allerdings seltsam war, als ich das jetzt das letzte Mal benutzt habe und vielleicht ein bisschen mehr meine Haare getan habe, damit es halt leer ist, war meine Haare einfach komplett überpflegt und fettig. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so, wie das funktioniert oder ob es überhaupt funktionieren kann. Jedenfalls werde ich das oder ein anderes Haarprodukt von Alverde so schnell nicht kaufen, denke ich. Dann habe ich hier das Trockenshampoo von Swissopar, das Frotté. Und ich glaube, ich bin etwas verwöhnt von den Batiste-Trockenshampoos. Ich hatte das früher mal und gar nicht als so schlecht in Erinnerung. Und dieses Mal war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass man viel mehr davon brauchte, beziehungsweise dass man generell nicht so eine gute Wirkung hatte wie bei dem von Batiste oder auch den von Algemarina. Und zudem braucht es auch irgendwie nach Eau de Toilette, aber im wörtlichen Sinne, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich werde das nicht nochmal kaufen. Mich wundert, dass es so viele gut finden. Ich glaube, einige mögen das. Für mich war es jetzt nicht so das Ding. Hier auch Gott sei Dank leer und wenn ich das schon aufmache, merke ich schon wieder diesen Geruch, der gar nicht mal so gut ist. Das ist von Pusswohl, das ist die Rossmann Eigenmarke. Die Softening Lotion mit Bienenwachs und Allantoin. Und ich weiß nicht, was es hier drin ist, das Allantoin oder das Bienenwachs oder das Urea, was hier glaube ich hier drin ist. Jedenfalls ist der Geruch gar nicht mal so meins. Und von daher würde ich es auch nicht wieder nachkaufen. Und muss es jetzt auch ganz schnell wegstellen. Dann schiebe ich mal kurz zwei Produkte von Zartgefühl dazwischen. Die waren hier in diesen Tüten drin, die ich jetzt auch wieder aus dem Bild nehme, weil sie nicht so schön aussahen. Ich habe extra nachgeschaut, wie die Produkte heißen, da es auf den Tüten nicht mehr draufsteht. Die kommen halt in so Pappumverpackungen, die ganz süß designt sind. Zum einen war das von Zartgefühl, wie gesagt, das Girls Best Friend Fußpeeling und Balsam. Diese Balsamwirkung war auf jeden Fall da. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich nach dem Baden gepflegte Füße hatte. Also ich habe es nur im Baden anwenden können, weil in der Dusche auf einem Bein rumbalancieren, das erschien mir dann doch als zu kompliziert. Es handelte sich halt um so eine Praline, wo man sich so Stücke abbrechen musste und das war schon das erste Problem, dass die Handhabe und die Anwendung einfach absolut unangenehm war, beziehungsweise schon sehr unbequem. Das ganze Ding ist halt einfach immer komplett zerbrochen. Und dann hatte ich halt so kleine Stückchen, womit ich meinen Fuß eingerieben habe. Und die sind dann auch teilweise, bevor ich es ganz verwenden konnte, einfach im Badewasser verschwunden, weil sie mir runtergefallen sind. Und es hat einfach, ich weiß nicht, vielleicht hätte man die nicht zerbrechen sollen, vielleicht habe ich das falsch gemacht.
Aber es war jedenfalls auch so, dass die Peeling-Wirkung meiner Meinung nach quasi nicht vorhanden war. Beziehungsweise es war so ganz leicht. Und ich bin schon der Meinung, dass man für die Füße eher so ein groberes Peeling braucht. Und was ich auch seltsam fand, war der Geruch. Es roch so ein bisschen nach Weihnachten, Spekulatius. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas in die Richtung. Und weiß ich jetzt nicht, ob ich das an den Füßen haben muss. Ja, fand ich sehr schade, dass das Produkt nicht so doll war, weil eigentlich war es vom Ding her ganz interessant. Als zweites Zartgefühlprodukt war es die Lip Butter Love and Kisses. Und das war halt so ein Frosch. Positives kann ich darüber sagen, dass es unglaublich ergiebig war. Allerdings war die Anwendung gar nicht mal so gut. Das war mir einfach zu unhygienisch. Ich habe es jetzt auch bloß zu Hause benutzt, aber selbst da habe ich mich so ein bisschen geekelt, diesen Frosch immer wieder abzulutschen, und die Pflegewirkung war für mich auch quasi nicht vorhanden. Süße Idee an sich, aber ich finde, in der Anwendung hapert es da doch gewaltig. Und nachkaufen werde ich natürlich beide Sachen nicht. Und es geht weiter mit schlechten Produkten. Gleich kommen zum Glück noch Sachen, die ich wirklich gut finde. Das ist von Aveo die Body Lotion Winterkristall. Feuchtigkeitsspendend mit Vitamin E. Von der Pflegewirkung habe ich von vornherein nicht viel erwartet. Das auch zu Recht, was okay ist. Es hat sich schon gut verteilen lassen, wie das halt so ist bei so einer Bodylotion. Allerdings der Geruch, mal wieder der Geruch. Es soll nach Blumen riechen, glaube ich, was ich auch erstmal nicht so winterlich finde. Aber meiner Meinung nach, für meine Nase, ich weiß nicht, ob damit was falsch ist. Geruch ist einfach nur noch Plastik. Genau wie die andere Sorte, die ich noch davon habe und aufbrauchen muss. Ich werde wohl demnächst die Finger von den Aveo Body Lotions lassen. Und dann habe ich hier noch so eine Body Lotion Probe von Darf geleert aus der Derma Spa-Reihe. Soll intensiv verwöhnt sein, nur das ist die Sorte, ich weiß es nicht genau. Ja, intensiv verwöhnt ist die Sorte. Habe ich für meine Schienbeine benutzt und der Geruch war okay, ließ sich gut verteilen, aber ich fand die Pflegewirkung jetzt nicht so überragend, als dass ich mir das im Original kaufen müsste. Dann habe ich hier diese Reisepackung von Isana Yang geleert, von den Reinigungstüchern für alle Hauttypen. Und ich mag die wirklich gerne. Die sind feucht, die brennen nicht bei mir. Und allerdings muss ich dazu sagen, dass ich die tatsächlich selten benutze, um tatsächlich Make-up von meinem Gesicht zu nehmen. Die in dem speziellen Fall schon, weil ich die unterwegs mit dabei hatte. Und ich finde, die machen absolut ihren Job, sind nicht teuer, riechen gut. Und es gibt ab und zu so Limited Editions, was ich auch ganz gut finde. Und da dann gerne zugreife. Eigentlich kaufe ich nur Isana Yang Reinigungstücher, wenn ich Reinigungstücher brauche. Weil da das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich einfach am besten ist. Ich habe hier von Balea das Ton Perfektion Wimpernserum. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Wimpernseren probiert. Erst recht kein teures, so wie Revitalash zum Beispiel oder wie die alle heißen. Und das hat von den dreien, die ich benutzt habe, mit Abstand am meisten gebracht. Ich habe das halt nur abends angewendet. Es hat halt so eine schmale Eyelinerspitze, was ich ganz gut finde, da die Serien, die ich vorher hatte, so Mascara-Bürstchen hatten. Und ich damit unter etwas ungeschickt war und mir die Dinger irgendwie ins Auge gerammt habe. Lassen wir das. Ich habe von Natur aus schon so krüppelige Wimpern, würde ich behaupten. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die länger geworden sind, was mir sehr entgegenkommt. Deshalb habe ich das auch nachgekauft, weil ich den Preis für etwas, was funktioniert, okay finde. Ich glaube, der liegt bei 4 Euro ungefähr. Abstriche, die ich machen muss, ist, dass es nicht so ergiebig ist und relativ schnell leer geht im Vergleich zu den anderen Serien, die ich so hatte, habe. Und die Verpackung. Mir ist einfach mal nach einer Woche oder so schon dieser Deckel auseinandergebrochen, was irgendwie nicht so angenehm ist, dann musst du es halt immer mit dem Pinsel so in der Hand verwenden. Naja, vielleicht lag es auch an mir, aber ich habe es eigentlich nicht runtergeworfen, es lag nur in meiner Pflegeschublade. Wie gesagt, das ist nicht so tragisch. Ich habe es ja wieder nachgekauft. Kennt ihr diese Produkte, von denen man glaubt, dass sie am nächsten Tag endlich leer sein müssen, weil man sie einfach schon so lange benutzt hat? Aber das sind sie nicht. Sie sind nicht am nächsten Tag leer und auch nicht 3 Wochen später oder 3 Monate. Man benutzt sie einfach ewig und sie scheinen einfach nie leer zu gehen. Das ist wie der süße Brei. Sie füllen sich scheinbar immer wieder auf. So ging es mir mit dem Golden Skin Roll-On von Ed Rebell. Dabei handelt es sich wohl um mein Kaviar-Augengel.
Und es hat hier oben diese Metallkugel, mit dem man das Produkt aufträgt. Und in jeglicher Hinsicht ist das Produkt nicht meins, glaube ich. Ich finde dieses Konzept mit dem Gel für Augencreme nicht so gut, weil man einfach so schlecht sieht, wo man jetzt schon was hat. Und auch dieses Rumgeroller, man muss es dann auf den Kopf stellen, weil nichts rauskommt. Man weiß, wie gesagt, nicht, wie viel da jetzt eigentlich noch drin ist. Und ich fand auch, dass es keine besondere Wirkung hatte dafür, dass das gar nicht mal so günstig ist. Ich kaufe halt meistens Naturkosmetik-Augencremes, damit fahre ich ganz gut und ja, da brauche ich sowas hier nicht. Apropos Naturkosmetik, das Averde-Gesichtsöl Wildrose habe ich jetzt, glaube ich, das zweite Mal geleert und ich mag das wirklich gern. Das funktioniert einfach auch mit meiner öligen Haut sehr gut und ich habe das Gefühl, dass es was bringt und was ich auch wirklich gern mag, ich weiß, das ist vielleicht ein komischer Spleen, dass das hier mit so einem Pipettenapplikator kommt. Ich finde, das hat dann sowas immer von Giftküche, Chemiker spielen. Naja, wie gesagt, ich finde das nett. Der Geruch ist auch okay, obwohl ich jetzt kein Rosenfan bin. Ich habe es halt abends benutzt, auch nicht jeden Abend. Das wäre, glaube ich, zu viel gewesen für meine Haut. Ich habe es auch noch nicht nachgekauft, weil ich tatsächlich gerade andere Öle aus der Drogerie teste. Und wenn ich da etwas schlauer bin, wie ich die denn so finde, werde ich entscheiden, ob ich das hier wieder nachkaufe oder eins der beiden anderen. Oder ein ganz anderes. Und weiter geht's mit den genialen Übergängen. Das Rosenwasser von TAS aus dem Asia-Shop gibt es, glaube ich, auch bei so türkischen Märkten, schätze ich mal, und so arabischen Geschichten. Ich benutze das als Gesichtswasser, weil ich das Gefühl habe, dass etwas, was ich auch essen kann oder trinken könnte, theoretisch nicht so schlecht für meine Haut sein kann. Und tatsächlich ist meine Haut auch gerade wieder ganz gut. Ich habe keine Pickel im Gesicht mehr, nur noch ganz wenige Unterlagerungen. Ich denke, dass es eine Kombination aus vielen Sachen ist. Und ich muss dringend. Moment. Hoffentlich bleibt es so. Jedenfalls habe ich da das Gefühl, dass das meiner Haut nichts Schlechtes macht und dass meine Hautpflegeroutine, was heißt Routine, also dass die Produkte, die ich gerade benutze, ganz gut funktionieren, was zumindest dieses Unreine angeht. Habe ich nachgekauft, ich wollte die große Flasche haben, gab es nicht, deshalb habe ich das jetzt wieder. Juhu, Gesichtsmasken. Einmal habe ich hier von Rival de Loup das Fruchtsäurepeeling aus der Pure Skin-Reihe. Soll für unreine Haut sein und Poren verfeinernd und speziell für die unreine Haut ab 30. Das war, glaube ich, eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es das so noch gibt. Jedenfalls kam das hier mit diesem Pumpspender, was ich schon mal sehr gut fand. Und damit ist es auch wieder so eine Sache. Als ich das gekauft habe, hatten die das normale Fruchtsäurepeeling von Rival de Loup nicht mehr. Ich wusste nicht warum. Dann habe ich das hier gekauft. Das war wesentlich teurer. Ich glaube 4 Euro. Und das andere kostet so 1 Euro, wenn es im Angebot ist, glaube ich. Beziehungsweise hat es gekostet. Denn ich habe festgestellt, dass die das alte durch ein neues ersetzt haben, was ich gerade benutze und wirklich nicht gut finde. Das hingegen fand ich okay, obwohl ich jetzt nicht so die unglaubliche Wirkung verspürt habe. Ich mochte das alte in der Tube viel lieber. Allerdings, wie gesagt, gibt es das nicht mehr. Und das neue hat tatsächlich auch so Peeling-Partikel drin, also so physische, was vorher einfach nicht der Fall war und was ich bei dem Fruchtsäure-Peeling jetzt auch nicht unbedingt will, vor allem wenn es so vereinzelte Partikel sind. Ich mag das gar nicht. Dementsprechend, falls es das nochmal gibt, ich weiß nicht, ob ich mich dazu durchringen kann, das nochmal zu kaufen, weil teuer. Wahrscheinlich würde ich auf das von Balea zurückgreifen. Obwohl ich das auch noch nicht probiert habe, das ist jetzt auch umformuliert und wenn das auch nichts ist, dann wird es wohl wieder das, sofern es das noch gibt. Ah, kompliziert. Und wie immer habe ich hier auch eine Menge Einzelmasken. Zum einen habe ich hier von Merz Spezial die Schlaf dich schön Maske mit Hyaluronsäure und Feigenextrakt. Und die, kennt ihr das, wenn Masken so wursten? Also wenn sich so Röllchen auf der Haut bilden? Das macht die bei mir und ich glaube, die ist einfach zu viel für meine Haut. Der Geruch war ganz angenehm, aber ich brauche solche Masken nicht oder wenn nur ganz selten, aber die müsste ich jetzt nicht nochmal haben. Ich war danach nicht schöner als vorher, glaube ich. Und dann habe ich diverse Todesmeermasken ausprobiert, halt relativ zeitnah, um da wirklich einen Vergleich zu haben. Ich fange vielleicht mal aufsteigend an. Das ist einmal die Todesmeer-Salzmaske von Müller, beziehungsweise Cadiavera heißt ja da die Maskenmarke. Und die Todesmeermaske von Rival de Loup, die fand ich ähnlich.
Die waren eher so feiner von der Konsistenz und ich finde, die haben sich auch nicht unterschieden von den normalen reinigenden Masken, die meistens mit Tonerde, glaube ich, sind. Die waren okay, würde ich vielleicht auch nochmal kaufen, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich so eine krasse Reinigung brauche. Dann am zweitbesten quasi fand ich von Salthouse die Totes Meer-Therapie-Maske. Die ist halt auch sehr cremig und fein, würde ich sagen. Und die Haut fühlt sich danach wirklich gereinigt an. Allerdings ist die ganz schön teuer. Und ich finde die Totes Meer-Maske von Balea jetzt nach der Umformulierung, wie ich glaube, sowieso besser. Die ist halt wirklich, ich habe glaube ich letztes Mal das Wort brockig benutzt, was nicht so ein gutes Wort dafür ist. Die ist halt wirklich sehr pastös und auch so grob. Ich glaube grob ist ein besseres Wort, pastös und grob. Die hat auch ein bisschen gebrannt auf der Haut, was ich eigentlich ganz gut finde, weil man dann das Gefühl hat, dass die Haut wirklich gereinigt wird, dass da wirklich was passiert. Das hielt allerdings nicht so lange an, also das ging dann auch wieder weg und ich hatte danach auch keine Rötung oder Ausschlag oder sonst was. Ich bin froh, dass die jetzt wieder so gut ist und hoffe, dass das nicht ein Einzelfall war. Denn das ist meine Lieblingsmaske von Balea, würde ich behaupten, mit Abstand. Und ich werde die auf jeden Fall wieder nachkaufen. Nicht wieder nachkaufen werde ich diesen Gesichtssonnenschutz von Vichy aus der Ideal Soleil-Reihe. Das ist SPF 50. Und ich lese es besser auf Englisch vor, zum Wohle aller. Ein Mattifying Face Fluid Dry Touch für Combination to Oily Sensitive Skin. Als ich angefangen habe, die zu benutzen, fand ich die eigentlich ganz gut. Ich glaube aber jetzt nur, weil ich da vorher noch so Drogerie hatte und die noch wesentlich schlechter fand. Ich habe extra sowas Mattierendes gekauft, weil ich ja das Problem habe mit meiner öligen Haut, die ganz schnell furchtbar sehr glänzen will. Und die hat auch besser mattiert als die Drogerie-Creme, aber ich habe doch geglänzt relativ schnell und das war mir einfach alles zu dick, es ließ sich schlecht verteilen. Gerade jetzt zum Ende hin hat das wirklich gar nicht mit meinem Make-up funktioniert. Es hat sich so abgerollt, da auch wieder es wurstete. Und der Geruch war so leicht parfümiert, fand ich jetzt aber nicht schlimm. Und ich habe jetzt einfach eine bessere Sonnencreme und würde die nicht nochmal nachkaufen, weil die mit meiner öligen Haut einfach nicht funktioniert, obwohl sie eigentlich genau dafür geeignet sein soll. Schade. Weil ich irgendwie dachte, dass man, wenn man etwas mehr investiert, das Produkt auch das hält, was es verspricht. Hier war das aber in meinem Fall nicht so. Ein Farblack ist leer geworden. Wie konnte das passieren? Der kommt von Essence und ist uralt und es war so ein French-Lack. Und der war dafür konzipiert, dass er nicht deckend ist. Und solche Nagellacke sind einfach gar nichts für mich, weil ich meine Fingernägel relativ lang tragen muss. Und ich finde, dann sieht das nicht schön aus. Zudem hat er sich auch von Anfang an, als er noch richtig flüssig war, sehr streifig nur auftragen lassen, also der war schon recht kompliziert, aber eigentlich brauche ich nicht so viel darüber reden, weil es den wahrscheinlich schon seit 100 Jahren nicht mehr gibt und ich weiß nicht, welche Qualität die French-Lacke bei Essence jetzt haben. Ich bin jedenfalls froh, dass meine Nagellacksammlung um wenigstens einen Lack ärmer ist, obwohl ich schon wieder einen neuen gekauft habe. Ich habe mich endlich dazu überwunden, mir einen neuen Anspitzer zu gönnen. Ich bin halt so der Typ, wenn es irgendwie noch geht, dann ersetze ich die Sachen seltenst. Wie gesagt, ich habe 1 € in die Hand genommen und mir einen neuen gegönnt. Der hier kam von P2 und hatte auf beiden Seiten diese Abdeckung, die schon relativ schnell abgefallen sind, was das Ganze irgendwie nicht so toll gemacht hat. Es gibt die, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr mit diesen Abdeckungen, sondern die kommen ohne. Wahrscheinlich hat P2 selbst gemerkt, dass das nicht so funktioniert hat. Ich habe hier auch 2 Proben. Zum einen nochmal die Baby Shoe Base in diesem Rosaton. Also es ist die 02, ich vergesse mal, wie es heißt. Irgendwas mit Berry, glaube ich. Von Etude House kommt jedenfalls. Und Überraschung, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass es vielleicht an dem Lichtschutzfaktor liegen könnte, dass ich die nicht so mochte. Jetzt mit meinem aktuellen Sonnenschutz oder auch ohne, finde ich die wirklich wieder gut. Und ich spiele weiterhin mit dem Gedanken, mir die in groß nachzukaufen, weil das, was es mit meinem Gesicht macht, gefällt mir doch sehr gut. Und jetzt wieder ein trauriges Kapitel. Ich habe von Maybelline die Fit Me Foundation Matte & Poreless in der Farbe 120 Classic Ivory ausprobiert und Überraschung, die war mir zu dunkel. Ich habe sie halt so als Kontur, Blush gedöns benutzt, deshalb kann ich zur Haltbarkeit und so nicht wirklich was sagen. Sie war sehr flüssig, das kann ich sagen und ich kann auch sagen, dass ich
am Maybelline Counter war und mir keine einzige Foundation farblich passen würde. So ist es. Farblich passend war aber von Rival Loop Young das Fresh and Matte Make-up in der Farbe 01 Porcelain. Ja, die Farbe hat gepasst, das war dann aber auch alles. Ich glaube, es war ziemlich krass parfümiert, ja, es ist heftig. Komischerweise scheint Rivaldo Loop sowas gern zu machen. Naja, jedenfalls, wie gesagt, die Farbe war passend, allerdings hätte man auch nichts verwenden können. Vielleicht hat es etwas Feuchtigkeit gespendet, aber ich hätte gern Deckkraft von einem Foundation-Produkt, wenigstens so ein bisschen, und es hatte wirklich null Deckkraft. Und ich habe es jetzt immer mit zu dunklem Make-up gemischt, deshalb konnte ich es auch aufbrauchen, aber ich werde es natürlich auf keinen Fall nachkaufen. Dann haben wir auch diese zwei Mascaren, das Teil hier gesegnet. Zum einen von Essence, die I Heart oder I Love Extreme Volume Mascara in Waterproof. Die hat halt dieses riesige Bürstchen wie diese andere. Ich glaube, es ist das gleiche. Ich hatte die nie, aber das ist ja auch sehr beliebt. Ich muss sagen, ich fand die nicht ganz so schlecht wie andere Mascaras, aber die hat mir zu sehr verklungen, vor allen Dingen jetzt zum Ende hin. Die ist noch vom letzten Sommer und als ich sie jetzt zuletzt verwendet habe, hat sie mir auch Panda-Augen gemacht. Das war halt an den Tagen, wo es so extrem heiß war. Ich weiß nicht, ob sie es generell macht. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, weil ich die eigentlich auch nie auf den unteren Wimpern benutzt habe. Ich würde die nicht nachkaufen, eben wegen des Verklumpens und ich habe sehr kleine Augen und Schlupflider und so eine Riesenbürste ist da nicht so komfortabel. Deshalb ist die nicht schlecht, vor allen Dingen zu dem Preis, aber für mich jetzt so nicht das Nonplusultra. Besser in Erinnerung hatte ich hier von Max Factor die Masterpiece Max High Volume and Definition Mascara. Ja, die hat mir auch zu sehr verklumpt. Und was ich ganz gut fand, war, dass die so ein kleines Bürstchen hatte. Ich habe die halt hauptsächlich für die unteren Wimpern benutzt, wo es aber auch keinen schönen Effekt gemacht hat, fand ich. An den oberen Wimpern ging es gleich gar nicht, fand ich. Ich werde die auf keinen Fall in Originalgröße kaufen, also das war jetzt hier so eine Probe. Und endlich leer! Auch da dachte ich schon vor über einem halben Jahr, dass das doch bald leer gehen muss und dass das absolut realistisch ist. Wie man sehen kann, sieht man nichts. Es ist wunderbar. Ich habe es wirklich bis auf den letzten Krümel aufgebraucht. Das ist dieser Bronzer aus der A New League LE von Essence. Der hatte halt so ein Rautenmuster in vier verschiedenen Farben. Das Weiß, was da drin war, habe ich dann meistens unter der Augenbraue benutzt und den ganzen Rest, der übrig war, ja, überwiegend zum Konturieren. Was man ja eigentlich nicht mit orangen Tönen machen soll, es war nämlich sehr orange. Ich fand es aber eigentlich ganz schön, je nachdem, wie man das kombiniert hat. Und ich habe es halt auch als Lidschatten viel benutzt und zum Verblenden. Eigentlich für alles, was man so im Gesicht machen kann. Na gut, fast alles. Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt andere Produkte benutzen kann zum Konturieren. Das ist sehr schön. Und mit diesem, das ist sehr schön, beende ich jetzt auch das Video. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, es war hilfreich und oder kurzweilig für euch. Und dass wir uns ganz demnächst dann doch mal wiedersehen. Tschüss!